Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte zunächst mal der Kommissarin Georgieva danken für ihre Aktivitäten im Bereich eines besseren Finanzmanagements der Ausgaben der Europäischen Union. Wir sind uns ja einig. Als Berichterstatter habe ich einen Bericht zur Performance-Based Budgeting vorgelegt hier des Europäischen Parlaments, dass wir hin müssen zu einer ergebnisorientierten Haushaltsführung. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass die EU-Mittel gut ausgegeben werden. Und hier muss das Hauptaugenmerk auch in Zukunft liegen. Wir haben als ALDE-Fraktion darauf gedrängt, dass die Kommission ihre Instrumente auch nützt, dass also praktisch die Unterbrechungen und die Korrekturen eingesetzt werden, um die Mitgliedstaaten dazu zu zwingen, dass, wenn sie feststellen, dass es Fehler gibt, dass die dann auch korrigiert werden. 80% des EU-Haushaltes sind in der geteilten Zuständigkeit, werden von den Mitgliedstaaten verwaltet. Und Tatsache ist, die Korrekturen und Unterbrechungen haben dazu geführt, dass die Mitgliedstaaten stärker geguckt haben, besser auf das Geld geachtet haben. Die Fehlerrate ist gesunken. Gleichzeitig gibt es aber eben auch betrügerische Vorgänge. Nicht jeder Fehler ist zwar in betrügerischer Absicht gemacht worden, gleichzeitig aber gibt es verbrecherische Vorgehensweisen, und die müssen geahndet werden. Olaf, die Betrugsbekämpfungsbehörde, ist hier wichtig. Sie muss aber auch rechtsstaatlich überwacht werden. Deshalb muss das Überwachungskomitee gestärkt werden. Wir brauchen einen europäischen Staatsanwalt. Dabei müssen aber auch rechtsstaatliche Grundsätze eingehalten werden. Und lassen Sie mich noch auf das wichtige Thema Bekämpfung des Steuerbetrugs, der Steuerhinterziehung eingehen. Wenn über 1 Milliarde Euro jährlich den öffentlichen Händen dadurch verloren geht, dass es Steuervermeidungsmodelle, dass es Steuerumgehung, Steuerverkürzung gibt, dann muss gehandelt werden. Deshalb haben wir Liberalen auch den Sonderausschuss zu LuxLeaks beantragt. Und wir sollten hier als Europäisches Parlament an der Speerspitze der öffentlichen Aufklärung sein, denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass hier auch von europäischer Ebene endlich gehandelt wird.